Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie man unschwer erkennt, im Hintergrund ist Minecraft. Da ich die letzten Tage und auch schon die letzten Woche sehr viel Lust auf Minecraft hatte, habe ich es jetzt endlich gemacht. Ich habe Minecraft gestartet, ich habe Minecraft gespielt und habe auf dieser Welt ein bisschen gespielt. Und will euch jetzt diese Welt einmal kurz zeigen und quasi einmal drüber reden, dass ich gerne ein Let's Play machen würde oder quasi eine Minecraft-Serie. Und die Frage ist halt, ob ich auf dieser Welt weitermachen soll oder ob ich eine komplett neue Welt machen soll. Das hier ist kein Vanilla, sondern ich spiele mit Mods. Ich werde die unten in die Videobeschreibung packen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach los. Ich drehe mich um. Das ist quasi mein Dachstuhl. Hier oben unterm Dach habe ich quasi mein Bett. Dann habe ich hier verzauberte Bücher in einem Bücherregal. Und hier noch so ein bisschen Stuff so. Schönen Tisch mit einem Stuhl. Zack. Ah, kann man sich hinsetzen. Kann man schön entspannt. So, ich würde jetzt hier runtergehen. Hier ist quasi meine Küche. Das ist hier sehr sporadisch, würde ich mal sagen. Und hier ist mein Kistenmonster. Hier habe ich alles. Alles ist hier. Alles. Alles. Dann würde ich hier rausgehen. Und dann habe ich hier die Vorderseite meines Hauses. Wunderbar, wunderschön. Ich finde das Design nicht schlecht. Und hier an der Seite, dieses schöne weiße Gebäude, das aussieht wie eine Ruine, soll irgendwann noch eine Mühle werden. So eine schöne Windmühle. Schön mit hier unten, mit Weizen und so ein paar Feldern. Dann habe ich hier so ein bisschen ein Blumenbeet, weil hier so die Bienen waren. Da dachte ich mir schön, hier ist zum Beispiel Salat und so eine Zauberblume. Was ist halt da? Dann habe ich hier quasi einen Stall mit Kühen, einem Pferd. Hier so ein bisschen Lager. Hier so Körbe und so. Und hier nochmal so quasi noch ein Raum, wo ich jetzt nicht großartig. Hier oben ist halt Heu oder halt die Weizenblöcke für die Pferde und Kühe. Ja, so ein bisschen designmäßig. Da habe ich hier quasi Bäume angepflanzt zum Abholzen. Und hier noch ein kleines Beet. Schön mit Sonnenblumen. Auf jeden Fall. Dann können wir hier dran vorbei. Und hier hinten schön an dem Misthaufen vorbei. Und stehen hier hinter der Scheune schon quasi, oder wie man es auch das Gebäude auch immer nennen will, in Apfelbäumen. Oh, hier sind sieben Apfelbäume. Kann man auch pflücken. So. Finde ich ziemlich cool. Also man sieht, es ist noch nicht sehr viel. Aber es macht mir momentan sehr viel Spaß. Ich habe sehr viel Lust und ich will auch viel mehr machen. Dann haben wir hier, wie man, ich weiß nicht, ob man das unbedingt erkennt, aber das ist Wein. Hier kriegt man auch Trauben. Das sind zum Beispiel hier weiße Trauben. Das sind aus dem Nether Trauben. Hier sind zum Beispiel dunkle Trauben. Und hier wollte ich einfach mal, wenn wir hier mal nehmen, einfach mal so einen Weinberg machen.
schön hier hinten dann noch so ein Häuschen mittendrin, wo man so unten so einen Weinkeller und so hat. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Also ich habe hier nicht so viel, also das, ich habe auch sehr viel erkundet, sehr viel, ich würde mal behaupten, sehr viel, also was heißt sehr viel, ein paar Sachen gefarmt und so. Dann haben wir hier noch einen Keller, aber der ist halt nicht ausgebaut. Hier ist halt nur Netherportal. Es ist halt nicht viel. Noch nicht. Weil ich auch sehr viel zum Beispiel das Haus gebaut habe und so. Und es ist halt nicht so viel. Es ist nicht so viel. Ich habe ein paar Ideen und so. Und ich hoffe, dieses Video, so ein kleines Erklärvideo und so ein bisschen was geht, hat euch gefallen mit ein bisschen Minecraft. Es wird auf jeden Fall mehr Minecraft kommen. Ich werde wahrscheinlich auch in der näheren Zeit mehr Minecraft auf Twitch auch machen. Also mehr Twitch, mehr Livestreams. Also schaut auch da rein. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und abonnieren, kommentieren und auch liken. Und bis dahin sehen wir uns. Bye.